Erzähl mir bitte was über dieses Blatt. Über dieses Blatt? Okay. Dieses Blatt hat mein Ehemann mir am Tag unserer Hochzeit geschenkt. Und die war vor 37 Jahren. 37 Jahren, nein. Und er hat gesagt, wenn ich irgendwelche Kritikpunkte an ihm habe, soll ich sie auf dieses Blatt schreiben. Und du siehst, dieses Blatt ist unbeschrieben. Was natürlich nicht heißt, dass ich in 37 Jahren keine Kritikpunkte hatte. Nur die Frage ist, wäre es klug gewesen, die Kritikpunkte wirklich auf dieses Blatt zu schreiben? Wäre das unserer Ehe gut bekommen? Wären wir dann schon 37,5 Jahre verheiratet? Und ich wirklich meine Kritikpunkte an meinen Ehemann auf dieses Blatt geschrieben hatte. Zum Beispiel seine Socken, die er mal ins Badezimmer schmeißt, auf diesem Blatt. Und seine Angewohnheit, mit Kumpels Fußball gucken zu gehen und dann nach 20 Bieren wieder nach Hause zu kommen und das normal zu finden. Oder dass er heimlich Pornos guckt und denkt, ich würde das nicht bemerken. Auf diesem Blatt. Oder seine Essensvorstellung. Er haut immer noch rein, als wenn er im Tiefbau tätig wäre. Und dabei ist er seit 35 Jahren an einem Schreibtisch sitzend und wird ständig dicker. Hätte ich das auf dieses Blatt schreiben sollen? Ich merke gerade, dieses Blatt wäre schon voll. Und dass er sich um die Kinder kaum gekümmert hat, mit der Begründung, ich würde ja nur halbtags arbeiten, naja. Hätte ich natürlich auch auf dieses Blatt schreiben können. Die Frage ist nur, ob das irgendetwas verbessert hätte, wenn ich das auf dieses Blatt geschrieben hätte. Insofern ist dieses leere, unbeschriebene Blatt wahrscheinlich der Preis dafür, seit 37,5 Jahren verheiratet zu sein. Und weißt du was, jetzt wo wir so drüber sprechen, fällt mir auf, dass es nach 37,5 Jahren